So, ich wollte euch mal kurz meine 3D gedruckte Vergaser zeigen für den Simson, ach Simson sage ich schon, für den Mikuni-Vergaser zum Luftfilterkasten der Simson auf diesen originalen 30er-Anschluss. Die ist wirklich äußerst flexibel, sodass man die auch raufbekommt. Ich habe die extra dünn gedruckt, dass man sie überhaupt auch raufbekommt, weil der Abstand hier zwischen Vergaser und Luftfilterkasten ist ja extrem kurz und deshalb wollte ich euch mal zeigen, wie man das schnell macht. Mit zwei Händen macht sich das auf jeden Fall am besten. Am besten ist natürlich, wenn das Ding vorher ein bisschen eingefettet ist, macht man sich auch ein bisschen die Finger dreckig und dann haut man das erstmal auf den Dünnstutzen und versucht sie hier zur Hälfte so rüber zu bekommen. Das macht sich eigentlich relativ einfach. So, dann zieht das immer, also hier mit einem flachen Schraubenzieher mit dem Kreuz macht sich das am besten, der ist nicht ganz so scharfkantig. Nicht, dass er das Ding kaputt macht. Sollte aber funktionieren, wenn ihr ein bisschen Gefühl dafür habt. Ein bisschen gerade drin stecken und dann hier einfach so ein bisschen runterziehen. Dann wieder Stücke die Muffe drehen. Wie ihr das macht, am besten mit dem Finger. So, zieht man sie hier nochmal so rüber. So, ich versuche es mal mit einer Hand zu machen, dass man es sieht. So, ist das Ding auch schon fast drüben. Zack. Ja, noch ein bisschen rüberschieben. So, und dann sitzt das echt bombenfest. Ja, die bekommst du auch übelst easy wieder ab. Hier drückst du einfach mit dem Mittelfinger, wirklich immer gegen, dann ist sie auch wieder ab. Ganz easy kann ich abfallen mit ein paar hundert Kilometer schon gefahren. Und ist einfach super, das Ding. Also, ich brauche es ja auch selber, weil ich vorher ein BV11 hatte. Und auch diese 3D-gedruckte Muffe dran hatte, die gut war. Und jetzt mit Mikuni ist einfach noch tausendmal geiler. Kann ich nur empfehlen, verbaut euch Mikuni. Egal, was ihr für einen Motor habt. Und ja, kriegt da auf jeden Fall in meinen Shop. Und ja, Preis sind so, keine Ahnung, so unter 10 Euro sein wahrscheinlich. 10 Euro, unter 10 Euro, müsst ihr mal gucken. Haut rein.